Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Cyberpunk 2077. So, dann wollen wir uns direkt mal ins Hauptmenü hacken und einmal neues Spiel. Ich würde sagen, wir springen nicht zu Phantom Liberty, wir machen einen regulären Spielbeginn. Oh, dann Schwierigkeit. Och, warum nicht? Ich wähle immer normal. Warum hier was anderes? So. Unser Lebensweg, sag mal Konzerne, Street Kid oder Nomade? Ich würde sagen Street Kid, das wähle ich immer, wenn ich das Spiel auswähle. Und dann haben wir ein paar Möpse oder eher weniger? Ich glaube eher weniger, dann muss ich weniger zensieren. Ne, ich glaube, ich muss hier nichts zensieren und das ist noch so eingestellt. Haare hätte ich gern, schauen wir mal. Ich bin wie? Nee. Ich bin wie? Boah, das passt doch. Hauttyp, Frisur. Frisur hätte ich gern einen. Das ist zu wenig Haar. Obwohl, er könnte es auch tragen. Ja, das ist doch... Das wär's doch hier. Ne, wir klicken uns mal durch. Vielleicht mache ich zuerst die Haarfarbe meiner Wahl. Oh, ganz orange, ganz seelenlos wollen wir nicht sein. Schau auch, dass das hier nicht so lang dauert. Na, so lila Haare mag ich eigentlich. Da bin ich einfach zu sehr in meiner Saints Row Phase. Ich brauche mal eine andere Frisur, um das besser beurteilen zu können. Also die Frisur, nee, nicht so meins. Die auch nicht. Ja, das geht. Haarfarbe, blau, rot. Gibt's nicht normale Farben? Die Antwort ist halbwegs. Boah, keine Ahnung. Die sieht doch ganz annehmbar aus. Und Cyberpunk-mäßig. Augen, halt mal die Augen still, Kollege. Achso, das ist nur der Augentyp. Ich wollte ja die Augenfarbe. Boah. Rot, warum nicht? Türkisblau geht auch. Oh, das ist ja gruselig. Erinnert mich ein bisschen an die Schottenflagge. Warum auch immer. Ist weit davon entfernt. Ich kann mal Totenköpfe reinmachen. Wie edgy wollen wir sein? Ich würde sagen, nicht so edgy. Zumindest heute nicht. Das sind lustige Augen. Na, wähl mal doch die. Die sehen künstlich genug aus. Ja, und dann genug aufgehalten. Wir können weiter. Hab jetzt nicht meine Genitalgröße angepasst. Ihr nehmt einfach an, die ist so groß, wie es geht. So, Intelligenz natürlich. Kann ich nicht alles maximal? Verfügbare Punkte 6 Stück. Konstitution. Körperliche Kraft und Durchhaltevermögen. Natürlich ganz oben. Reflexe. Brauche ich nicht. Technische Fähigkeit. Brauche ich nicht. Coolness ganz nach oben. Das ist schon auf dem maximalen Level. Reflexe brauche ich, wie gesagt, nicht. Und... Konstitution. Na gut, ich bin stark und ich bin cool. Ganz anders als im Real Life. Weiter geht's. Ja, gut. Ja, passt. Jetzt sind meine Daten im System und dann kann es auch schon losgehen. Jo, lädt das jetzt schnell genug? Ja, ich würde sagen, das passt. Dann wollen wir mal. Au, au, au. Meine Hand sieht nicht gut aus. Hier, ein Schmerzmittel. Dankeschön. Einen könnt ihr vertragen. Wer hat mir da denn in die Fresse geschlagen? Und meine Frisur kommt hier im Spiegel nicht so Premium. Ach, dieser Hurensohn. Ja. Alles in Ordnung, Hermano? Nein, so meine Nase tut weh. Hab's verhindert. Na, immerhin. Was? Jemand von hier? Würde jemand von hier auf so eine scheiß Idee kommen, Pepe? Anscheinend nicht. Hi. Hör zu, wie. Ich hab ein Problem. Echt ernst diesmal. Ah, spuck's aus. Los, raus damit. Was ist es diesmal? Weißt du, ich hab Schulden bei Kirk. Mann, der bricht mir die Beine, wenn ich nicht bis morgen zahle. Tja, sucks to be you. Hat die Kartelle auf seiner Seite. Du arbeitest mit Kirk? Jede Sau in Haywood weiß, dass das ein verdammter Halsabschneider ist. Mein Bruder ist aus dem Knast. Wollte ihm eine Party schmeißen. Ach, hab Scheiße gebaut, wie?
Ja, sieht danach aus. Und ich was ist das? Wieso ist das jetzt mein Problem? Anscheinend ist es mein Problem. Ja, ja, willkommen zu Cyberpunk 2077. Bla, bla, bla. Ja, schauen wir mal, was geht. Ja, Grafik ist aber echt bombastisch. Nur an 18 plus hier, ne? Keine Ahnung, was das für eine Flagge ist. Hey, der sieht so aus wie ich und der hat einen Burger. Ich habe keinen Burger in der Hand gerade. Können wir reden? Wie? Lang nicht gesehen. Schieß los, was willst du? Keine Ahnung. Okay. Ich setz dich mal. Pepper hat mich geschickt. Hey, hey, hey. Wieso? Rück mir mal nicht auf die Pelle. Sag ihm, ich beiße nicht. Mach nicht. Hey, was ist dein Problem? Na gut, will er nicht antworten. Drück mal ein Auge zu, ja? Er zahlt schon noch. Er braucht nur etwas Zeit. Sehe ich aus, als ob ich hier einen Wohltätigkeitsverein schmeiße? Keine Ahnung. Wenn man sich ein bisschen borgt, zahlt man sie zurück. Mit Zinsen. Das ist verficktes Allgemeinwissen. Soll ich etwa ein Auge zudrücken, nur weil der Wichser nicht weiß, wie so ein Deal läuft? Nein. Tu es, weil ich dich darum bitte. Du kennst mich. Ich bin Geschäftsmann. Ich muss wissen, was für mich dabei rausspringt. Du kriegst keins auf die Fresse. Ja. Weißt du was, Kirk? Manchmal glaube ich, du vergisst, dass du nicht von hier bist. Klar, du schaust ab und zu in Haywood vorbei. Aber du lebst weit, weit weg in Pacifica. Worauf willst du hinaus? Dass du dir zweimal überlegen solltest, ob du dich mit den Leuten hier anlegen willst. Ich bin offen für andere Angebote. Oh, schönes Auto. Was ist damit? Okay. Megakarre auf der Titelseite. Gibt davon nur 4 Stück in NC. Eine hat der Direktor von Rayfield. Ryan die zweite. Die dritte gehört einem Verleih. Und die vierte? Die wird meinem Klienten gehören. Natürlich erst, nachdem du sie für mich klaust. Wenn ich das mache, sind Pepes Schulden vom Tisch? Klar, ich stehe zu meinem Wort. Weißt du doch. Aber garantiert. Ganz schmeckt's. Du klaust sieht mir ja den lecker Rayfield aus. Und ich vergesse Pepes Schulden. Du beißt ja gar nicht ab, Dickerchen. Weil ich so korrekt bin. Ja, schiebst dir ganz ins Gesicht. Mein Kumpel Rick arbeitet in der Parkgarage vom Embers, dem Club, wo unser Rayfield-Fahrer abhängt. Jeden Freitagabend. Ohne Ausnahme. Sobald du da bist, gehen die Kameras aus und das Tor auf. Ganz einfach. Du nimmst dir den Rayfield und fährst raus. Das war's. Ja, das klingt doch gut. Wie soll ich das anstellen? Soll ich auf einem Skateboard und das Auto rollen und das mal eben schnell kurz schließen? Könnte man ja zumindest versuchen. Karren wie die haben Sicherheitssysteme. Verdammt gute. Dieses Schätzchen funktioniert wie der Schlüssel, den Rayfield-Mechaniker verwenden. Öffnet Schlösser, umgeht die ID-Kontrolle. Ein Generalschlüssel für alle Rayfields in der Stadt? Das glaubst du doch selbst nicht. In Kabuki verticken die Tech-Zauberer noch magischeren Scheiß als den. Vertrau mir mal. Nee, du bist also, nicht so vertrauenswürdig. Sind wir uns einig? Ich hab hier keine Wahl. Wehe, du fixst mich. Kirk. Ja? Halt cool, V. Der Job wird sich für dich auszahlen. Geh zum Embers im Glen. Rick wartet in der Garage auf dich. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Hey, Vorsicht mit dem Tablett. Ja, Ausgang gefunden. Boah, nette Graffitis hier überall. Hey Leute. Hey, warum sehe ich weder scheiß Zitronen noch verfickte Limetten? Das weiß ich doch nicht, warum du nichts siehst. Alles klar bei dir? Boah. Ich glaube, denen geht's gut. Ja. Hier. Ein Eddie für dich. Bedien dich. Ich wusste, du bist einer von den Guten. Danke. Jan geschrieben, was steht da? Hab kein Zuhause. Krankes Kind und meine Frau betrügt mich. Brauch sofort Geld, um mir was zu trinken zu kaufen. Na, zumindest ist er ehrlich.
kybernetische Gott wird seine Kinder verschenken. Ja, ja, ist ja gut. Okay, Padre. Hallo? Na, wen haben wir denn hier? Wie? Wie? Ist eine Weile her. Wusste nicht, dass du hier bist. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Kam vor ein paar Wochen aus Atlanta zurück. Bist auf Hayward Art begrüßt. Wieso bin ich denn so klein? Wie war's im Osten? Sag ich dir später. Ich habe gerade was zu erledigen. Ich finde, wir sollten jetzt reden. Kannst bei uns mitfahren. Warum? Markus, fahr los. Darf ich nicht fahren? Ich versuche zu fahren. Ach Mann. Na gut. Für ein Pläuschen fahre ich ja mit. Wohin soll's gehen? Zum Glen. Lasst mich am Embers raus. Vordereingang? Rampe am Hintereingang. Ich zeig euch, wo ihr halten müsst. Du okay. Hast ihn gehört, Marcus. Dann mal hopp hopp, Chauffeur. Du hast aber coole Tattoos, Padre. Wie läuft es für dich in NC? Gut beschäftigt? Keine Ahnung. Mache hier und da ein paar Jobs. Nichts Großes. Aber ich komme klar. Danke der Nachfrage. Also lief Atlanta nicht ganz so wie erhofft, hm? Offenbar nicht. Wie du siehst, bin ich zurück. Wenn es dort besser gewesen wäre, wäre ich geblieben. Vielleicht ist es am Ende besser so. Wer weiß das schon? Ich dachte, du wolltest reden, dann mach das Pei holen, mach deinen Mund auf. Schweigen wir uns jetzt nur an. Okay. Komisch stille Fahrt. Kann man zumindest mal ein bisschen hier rausglotzen. Sieht schon geil aus, Night City. Ah, wer seid ihr denn? Anscheinend sind die relativ aggro. Was ist los? Was Geschäftliches. Bist du bewaffnet? Ich hoffe mal. Ah, wieso wäre man gleich überfallen? Das fängt nicht gut an in der Sebastian Stadt. Sebastian Ibarra. Nein. Muss mein Glückstag heute sein. Du bist aber nicht der Hübscheste. Was bist du? Die Sache klären. Ein für alle Mal. Die Waffe ist gut. Ich hab ein Angebot für dich, Papi. Hör mir genau zu. Verpiss dich aus Vista. Ruf deine Jungs zurück von der Straße. Das ist nicht wirklich ein gutes Angebot. Hand drauf. Keine schlaflosen Nächte mehr. Großzügig von mir, oder nicht? Noch ein verdammtes Wort. Halt dich da raus. Ich kenne dich nicht. Ich dich auch nicht. Heißt, dass du hier einen Scheiß bedeutest und noch weniger als das kannst. Na, sonst noch was? Ich glaube, unser Gespräch ist damit beendet. Vorsicht, Padre. Du weißt nie, wer eine Knarre auf dich richtet. Du auch nicht, Missgeburt. Das gebe ich unkommentiert zurück. Seid schon komische Typen. So. Schön zu sehen, dass du deine Wurzeln nicht vergessen hast. Hast immer noch dieses... Wurzel ziehen kann ich. Viele der kleinen Schisser hier bissen sich in die Hose, wenn ihnen jemand eine Knarre ins Gesicht hält. Würde ich auch machen, wenn ich ehrlich bin. Wer war der Typ? Niemand. In einer Woche ist er weg. Und ein anderer nimmt seinen Platz ein. Er hat dich bedroht. Hat er. Und dafür wird er bezahlen. In Bar oder mit Karte? Sind hier wieder los. Schleifpunkt nicht erwischt. So ein nettes Gespräch, Padre. Halt ah, die sind schon da. Ich spring einfach runter. Ich spring runter? Hier, bevor du gehst. Deine Nummer? Könnte nützlich sein. Vielleicht können wir wieder zusammenarbeiten. Ah. Danke, Padre. Wenn die Bezahlung stimmt. Ich muss los. Geh mit Gott. Ja, und du fahr mit Gott. Nein. Au, oh, das ist doch viel zu laut. Wir wollen doch irgendwo einbrechen. Das gibt's nicht. Das gibt's doch. Bei Roller. Oder auch nicht. Okay, Wegpunkt ist da vorne. Enjoy. Was soll ich enjoyen? Hat es mich gerade $20 gekostet? Scheiße. Trinken. Mmh. Ich bin so gut hydriert. Und ein Würfel.
Hoffentlich keine Rubik's Cube, den kann ich nämlich nie lösen. Irgendwie fehlt es da an Geduld und Verständnis, wie das funktioniert. Wie? Lagebericht. Bin angekommen. Im Fahrstuhl. Suche jetzt einen Kumpel. Rick ist einer von uns, wirst schon sehen. Ich vertraue ihm wie einem Bruder. Oh je. Oh je, das kann nur schief gehen. Fire Exit. Da kann das Feuer sich nach draußen verdünnisieren. Ja, kann ich dir irgendwie helfen? Weiß ich doch nicht. Ich will ein Auto stehlen. Kirk schickt mich. Die Kameras sind aus. Du hast 20 Minuten. Dankeschön. Mach dein Ding. Kann ich nicht einfach das hier nehmen? Das sieht cooler aus. Oder das? Sieht ein bisschen aus wie ein Bugatti. Rein damit. Und das ist aber nicht gut gelungen, die Seite. Na gut. Ja, richtig große SUVs brauche ich nicht unbedingt. Sind aber schöne Kirk, Autos hier. Ich sehe den Wagen. Ein großer Auftritt, Lee. Viel Glück. Dankeschön. Wieso brauche ich Glück? Ich hab's gesehen. Mal sehen, ob dieser Zaubertech was taugt. Mir fehlt einfach der Glaube. Das ist natürlich möglich. Wir sind reich. Das hoffe ich doch. Starte den Wagen und sag mir, wenn du unterwegs bist. Ich sag dir, wohin. Okay. Das Interieur. Scheint ein lockeres Ding zu werden. Ja. Ich sehe noch nichts. Hey, hey, hey. Hey. Was zum... Ach, Mist. Fuck. Du kannst fahren. Und jetzt drauf. Was machst du? Oh, oh. Das gibt Ärger. Ich wollte den Wagen nur in die Reinigung bringen. Bleib, wo ihr seid. Ich will nicht festgenommen werden. Schön langsam. Auf den Boden, ihr Pisser. Ich bin unschuldig. Ah, scheiße. Und ich dachte, ich werde jetzt reich. Hi. Wells, mein alter Bekannter vom Block. Ich sehe, du hast nichts dazugelernt. Bist du jetzt? Hey, Detective Stintz. Lange nicht gesehen. Hi, Detective Stintz. Oh, Verzeihung. Urin, hey, deine Visage kommt mir auch bekannt vor. Ah ja, deine mir aber nicht. Abgehauen nach Atlanta, auf der Suche nach dem Glück. Die Suche war wohl erfolglos. Hab immer gesagt, all das Haywood-Gesocks ist gleich. Ihr werdet hier geboren, ihr lebt hier und hier sterbt ihr auch. Hatte wohl recht damit. Ja, noch bin ich nicht tot. Zunge verschluckt? Du weißt einen Scheiß über mich. Die Wahrheit tut weh, was? Pass auf, was du sagst. Ich bin kein geduldiger Mann. Ich auch nicht. Komm schon, Stintz. Wenn du uns festnimmst, keulen wir uns die Hände wund bis zum Gerichtstermin. Und dann... Wir kriegen maximal das klingt ein eigentlich paar Monate. Gut. Dann bitte Scheiße. Ab ins Gefängnis. Gibt dir nur noch Stehplätze im Melbotte. Kommen sicher schneller raus. Das sind die Diebe. Gewöhnlicher Straßendreck. Ich hab den Gewahrsam, Mr. Fujioka. Wir führen sie sofort ab. Verschwendung von Mitteln. Ich habe keine Zeit für Zeugenaussagen und Ermittlungstheater. Soll ich sie gehen Nette lassen, Gesichtsmaske. Schmeiß sie ins Meer. Gebrochene Beine und Bleigewichte, damit dieser Müll kein Treibgut wird. Ich schwimme nicht gut mit Bleigewichten an den Füßen. Ihr habt ihn gehört. Fuck. Nein. Nein. Nicht ins Gesicht. Hab meine Nase gerade reparieren lassen. Ah, diese unnötige Polizeigewalt in den Staaten. Fuck. Anscheinend sind wir nicht im Wasser. Oh, einen Moment lang sah das echt übel aus. Dachte nicht, dass wir da lebend rauskommen. Mann, ich auch nicht. Stintz hat's auf Leute wie uns abgesehen. Aber ein bisschen Ehre hat er noch. Und sein Sinn für Ehre soll uns gerettet haben. Ja, naja. Und dass er aus Haywood ist. Wie wir. Wäre ich nicht aufgekreuzt, würdest du jetzt in der geilen Karre durch Night City cruisen? Aber hätte wahrscheinlich eh nicht geklappt. Ach komm.
Der Plan war von Anfang an scheiße. Selbst Schwarzmarktmagie aus Kabuki kann so einen Alarm nicht ausschalten. Ich bin nicht sehr modisch gekleidet. Gott hat's wohl nicht anders gewollt. Jackie Wells. Wie? Ja. Angenehm. Ich kenne dich doch. Aus dem Coyote. Hab den Auftrag für diesen Autoklau im Coyote bekommen. Von Kirk. Du arbeitest mit dieser Pestsäcke. Pepe schuldet ihm was und kann nicht zahlen. Wollte ihm helfen. Mann, frag mich echt, warum Pepe sich von diesem schmierigen Kirk was sagen lässt. Gute Frage. Der hat die Kartelle im Rücken. Kartelle? Nee, nee. Ich kenne diese Kartelltypen und garantiere dir, keiner von denen hat je von Kirk gehört. Das heißt, Kirk ist ein Lügner? Muss lernen, was Anstand und Ehre in Haywood bedeuten. Komm, lass uns was essen gehen. Klingt gut. Du musst das Chili meiner Mama probieren. Bestes der Stadt. Na, da... Ich habe ein echt gutes Gefühl. Was meinst du? Uns beide. Zwischen uns stimmt die Chemie, weißt du? Ich merke nichts. Aber essen will ich trotzdem. Komm. Ich bin am Verhungern. Ich auch. Dann mal los. Ich sterbe vor Hunger. Hallo, Night City! Selber hallo. Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt, liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Also nicht sehr tief, die Liebe. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. Aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr. In einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach MC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann natürlich ganz vorne dabei sein. Je schneller wir haben es anscheinend richtig drauf. Und krasse Moves. Au. Ja, den Zahn habe ich eh nicht gebraucht. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Was machen die denn da? Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume. Boah, das klingt ja gut. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Okay. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Alles klar. Und Waffe im Anschlag. Ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter. Falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Nicht unbedingt. Jetzt nicht, Jack. Keine Zeit. Vielleicht später. Ja, ja. Mañana, mañana. Selber mañana. Jo. Hau mal den auf die Fresse. Ich bin nicht so klein. Ich hab, glaub, meine Charaktergröße nicht angepasst. So, Waffe ausrüsten. Boah, da ist schon mal eine. Mensch, hier stehen auch nur Schrottlauben rum. Ich will gar nicht wissen, wie verfilzt die Ledersessel sind. Die nehme ich nicht mit nach Hause. Dass man zu einem Raubüberfall oder was wir hier machen, mit dem Aufzug gehen. Ja, bin drin. Los geht's. Hallo? Ah. Wo ist die Fahrstuhlmusik? Ziel heißt Sandra Dorset. Ihr Biomann ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Beruhigt euch, alle beide. Wir sind fast da. Und ich will endlich was erschießen. Konzentrier dich. Natürlich nur die bösen Jungen. Braindance. Hab nur Gutes über die gehört.
Your Daddy is the Hero. Okay. Wo war mein Waffenraub? Das war eine Granate. Weg damit. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. Ich gebe mein Bestes. Bist du das? Rein, rein. Oh, schöne Wohnung hast du. Versuch die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, Weh? Ich kann's eintreten. Öffnen. Na also. Ab jetzt leise. Mr. Whitey Mint. Was zum Essen. Und die Pizza ist auch nicht von schlechten Eltern. Bisschen viele Fliegen. Oh, die haben hier so Frittenhalter in der Zukunft. Und das soll so dystopisch sein, das Spiel? Ich glaube nicht. Mit Frittenhaltern geht's immer voran. Sind wir zu spät? Ist sie das wie? Die Zielperson? Sandra Dorsett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Ich glaube, die ist die tot. Die hat nur Zetatec Repros vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Was sie macht also nicht. Ihr hier denn suchen drin? Wir weiter. Also Hygienestandards in dieser Klinik lassen nicht zu wünschen übrig. Achtung, bin der raus vor uns. Nein. Wieso liegen da rechts neben uns Felgen? Und kann dir geduckt in den Kopf schießen. Schläft nicht. Ich schlafe auch nicht. Töten und verstecken, warum nicht? So. Der wird jetzt einen kühlen Kopf bewahren, was? Ja, bin eine echte Killermaschine hier. Das liegt an meinem Coolness-Wert. Aber geile Mucke, die hier läuft. Achtung, da kommen noch mehr. Sind fast bei euch. Wie? Sie kommen. Ja, ist ja gut. Dann leg sie um. Ich soll sie umlegen? Alles klar, das kriege ich hin. Kommen da? Ja, auf der Minimap kommen welche. Wir können das hier lösen. Wie Heuschrecken warten wir und planen die Sache. Mach ihn kalt, aber leise. Na gut, ich nehme den linken. Bei dir. Okay, dann den rechten. Hi. Bye. Das geht bestimmt auf den Nacken auf Dauer. Hey, deinen lebt ja noch. Oh, meiner ist kaputt. Ich dachte, wir machen hier keine... So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl Zeit für ein kleines Fazit. Also, ich bin beim Spiel echt zwiegespalten. Ich habe das Spiel inklusive dem Phantom Liberty DLC schon durchgespielt und auch Let's Play, das verlinke ich euch unten. Die Grafik ist echt gut, die Upgrades und Fertigkeiten sind seit dem Phantom Liberty Update, das dann für alle verfügbar ist, auch echt spaßig geworden. Es ist aber irgendwie nicht das Spiel, das ich damals erwartet habe und auch nicht das, was CD Projekt Red damals angeteasert hat. Erstens bin ich darüber noch ziemlich enttäuscht, weil die haben ja so ein Red Dead Redemption im Cyberpunk-Universum irgendwie angeteasert. Haben wir jetzt nicht, aber es ist ein ganz lustiges Action-RPG. Genau, und was mir auch nicht so gefallen hat, dass das Spiel jetzt 1 bis 2 Jahre ziemlich verbuggt war und ich bin ziemlich froh, dass ich gewartet habe, bis jetzt das Update 2.0 und dann nochmal das Phantom Liberty Update kam, weil damit macht das Spiel echt Spaß. Es ist immer noch nicht das, was ich gerne hätte, was es gewesen wäre, aber es ist durchaus spielbar. Ein anderes Problem ist, dass die Welt echt groß ist, gefühlt aber wirklich seelenlos und leer, also zumindest leer von sinnvollen Beschäftigungsmöglichkeiten ist. Echt schade eigentlich, weil die Open World ist eine richtig geniale Basis aus meiner Sicht und hier wird einfach viel Potenzial verschenkt. Damit hätte man so viel machen können. Ich hätte mir entweder noch mehr Story-DLCs gewünscht oder vielleicht nehmen sie die bestehende Night City und machen noch einen zweiten Teil, Cyberpunk 2078 oder irgendwie sowas. Ansonsten gibt es durchaus auch Questreihen, die sehr unterhaltsam sind und insgesamt würde ich dann auch sagen, dass sich das Spiel lohnt, wenn man es noch gar nicht gespielt hat, vor allem mit dem neuen Phantom Liberty DLC. Der hat mir echt richtig gut gefallen. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt natürlich auch gern, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll.
Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.